Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Wir sind immer noch im Raum der Wünsche. Schön, dass ihr da seid. Ja, letztes Mal haben wir hier angefangen, unsere ersten paar Sachen hinzustellen. Ach, guck an, wir können... Oh, wir können die Porträts hier auch alle wegmachen, theoretisch. Ah, will ich aber irgendwie gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht höchstens... Lumos. Vielleicht mache ich den Spiegel nochmal weg, weil irgendwie sieht er da fehl am Platz aus. Sekunde, Sekunde. Wenn Sie kurz Zeit haben, kann ich Ihnen noch mehr über Verwandlung beibringen. Ja, machen wir gleich. So. Und hier, ich muss sagen, mir gefallen die botanischen Sachen zwar am besten, aber die passen irgendwie farblich hier nicht so rein, ne? Irgendwie passen die farblich nicht so rein. Wir gucken mal ganz kurz. Würden denn die anderen farblich hier besser reinpassen? Nee, nicht so wirklich, ne? Die sind alle ein bisschen farblich fragwürdig. Alle ein bisschen fragwürdig farblich. Nee, ich lasse die Dinger mal so, wie sie sind. Wir reden mal mit Professor Weasley. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Okay. Ja, wie viel brauchen wir denn? Kehre zurück zu Professor Weasley. Ja. Hier, Professor Weasley. Ich bin wieder da. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut. Dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Ja, haben wir ja schon angefangen eigentlich. Beschwöre Bodendekorationen. 5 Stück. Okay. Ja, ist jetzt die Frage, was zählt hier alles als Bodendekoration, ne? Mittelgroßer Teppich. Nicht das... So, packen wir da mal so ein Teppich hin. Ja. Vielleicht da auch nochmal einen. Könnten hier mal gucken. Komm her. Warum snappt er denn da an? Ich will nicht, dass er da ansnappt. So, ich glaube, das ist okay. So, zählt denn jetzt ein Sessel auch als Bodendekoration? Das ist jetzt halt die Frage. Zählt der ja oder nein? Okay, erzählt. Tischmäßig. Ja, die gelben Sachen sind halt alle ein bisschen sehr quirlig, ne? Also wenn ich mal ganz offen bin, gefallen mir die gelben Sachen eigentlich nicht so. Boah, ist das friemelig. Nein. Ich hätte den eigentlich gerne... Ach, hier kann ich das... Ah, da kann ich das Docken deaktivieren. Gute Arbeit. Machen wir weiter? Ja, gleich.
Weil, wenn ich ehrlich bin, würde ich ganz gerne hier ein bisschen... So, erstmal... Jetzt habe ich das Falsche weggemacht. Erstmal hier ein bisschen was Gemütlicheres hinstellen. Ja, irgendwie sieht der ein bisschen gemütlicher aus. Der passt zwar farblich auch nicht so hundertprozentig, aber was ist, wenn ich den da dazu stelle? So. Teppichmäßig. Macht er wieder. Ach, der macht. Ach so. Jetzt checke ich das. Der macht nicht das, wo ich drauf ziele, weg, sondern der macht immer das zuletzt Platzierte weg. Ah. Okay, verstehe. Ja gut, dann ist natürlich, das ist natürlich dann blöd. Warte mal. Stellen wir mal den Stuhl wieder dahin. So. Und dann stellen wir den Tisch nochmal dahin. So, Wandbehänge. Ich will halt eigentlich hier nichts. Ausgestopfter Wurm, ausgestopfter Schmetterling, ausgestopfte Fledermaus. Das ist ein sehr fragwürdiges Bild. Kann ich das bitte wieder wegmachen? Ich hätte gern... Ich hätte gern ein anderes Bild. Das war ja gerade sehr fragwürdig. Niffler mit Hexe. Okay, das sind dieselben Bilder in klein. Ja, komm, wir hängen mal das hier hin. So. Gut, wir reden mal mit Professor Weasley. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Mhm. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Oh Gott, dann brauchen wir wieder einen extra Zauberslot. Ich habe nicht so viele Slots frei.
Wie soll ich das denn machen? Vielleicht, Richten Sie den Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Ja, Folgendes. Vielleicht mache ich mal so, dass ich den Tree hier mal wegmache. Das hier ist der Kampftree. Und dann würde ich das hier mal... Machen wir hier mal wieder den hier hin. Und da mal wieder das hier hin. Und dann würde ich nämlich hier einmal so machen. So machen. Einmal so machen. Ja, und den rechten weiß ich mal wieder nicht. Vielleicht... Vielleicht mache ich stattdessen so. Packe ich das hier dahin. Und packe hier erstmal Lumos drauf. So. Aber jetzt kann ich ja lediglich... Ja, ich habe ja noch keine anderen Stile, ne? Huch. Den Boden könnte ich... Okay, aber das sieht... Nicht verfügbar. Ja, leider. Okay, ich kann hier wirklich alles anpassen. Das ist ziemlich cool gemacht. Aber es ist natürlich blöd, wenn ich nichts verfügbar habe. Sogar die Treppen kann ich anpassen. Das Geländer kann ich anpassen. Okay, das hier könnte ich theoretisch auch anpassen. Ja, gut, aber ändere den Stil eines Gegenstandes. Ändere die Farbe, ändere die Größe eines Gegenstandes. Ändere die Farbe eines Gegenstandes. Ist es nicht auch einfach nur der Stil, der sich jetzt hier gerade verändert? Wie kann ich denn Objekt rotieren? Größe ändern. Mache hier mal die Größe direkt wieder so, wie sie war. Ja, und jetzt ändere die Farbe. Ich meine... Ich kann ja eigentlich nur so machen. Aber das ist ja auch wieder nicht die Farbe geändert. Nee. Wie ändere ich denn die Farbe? Ach hier, guck, Farbe ändern. Ah, oh, okay. Ja gut, das ist natürlich dann... Das geht. Farben sind halt... Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. So, ich glaube, wenn ich die Sachen so ein bisschen dunkler mache, passen die besser hier rein. So, jetzt soll ich den Raum der Wünsche komplett verändern.
Ich würde eigentlich gern das hier machen. Und farbentechnisch. Ja, weiß nicht. Ja, so passt es eigentlich dann wieder zum Gelben, ne? Ich würde aber. Standard. Ich lass den erstmal Standard. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Vielleicht mache ich es später irgendwann farblich. Wäre halt alles in Gelb später, wenn wir das so machen. Ist an sich gar nicht so hässlich. Ich mache jetzt aber erstmal diesen da. So, hier ist natürlich jetzt schwierig wegen den Gemälden. Vielleicht lasse ich hier das. Ja, machen wir. So. An sich gefällt mir das hier ganz gut. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Deke, wärst du so nett? Ja, Professor Weasley. Macht er denn jetzt? Wo ist er denn? Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie soweit sind. Ach, guck mal an, was da oben ist. Oha. Ja, ganz klar das hier, oder? Okay, hier werden wieder. Weil hier kannst du ja wirklich alles ändern. Das ist ja richtig abartig. Das ist ja richtig krass. Nee, nicht zurückändern. Lass es schon übernehmen. So. Warte. So. Botanischer Torbogen. Eule, gotische Wandnische. Eigentlich mag ich die Eule ganz gerne, aber ich bleib mal beim botanischen Stil gerade. Hier will ich gerne ändern. Botanische Tür. Nee, das nicht. Hier, den Balkon. Alter, wie krass das ist, ne? So, hier kann man noch ändern. Okay, da kann man das hier nehmen. Hier über der Arbeitsecke würde ich vielleicht aber
würde ich erst mal das machen. Kann ich den Kronleuchter ändern? Nee, das ist die ganze Decke wieder. Das kann ich noch ändern. Boah, mit Honig. Boah. Okay, krass. Ja, ja. Das habe ich schon geändert. Was ist da oben? Das kann man noch ändern. Da ist auch wieder mit Honig. Da würde ich vielleicht... Da würde ich vielleicht ausnahmsweise mal das hier lassen. Da muss aber noch geändert werden. So, das passt, das passt. Die Arbeitsecke hat ein bisschen was anderes stilmäßig. Und die Frage, bin ich damit happy oder will ich das lieber... Ja doch, ich nehme das erstmal. So, das passt, das passt, das passt auch. Ich... Ist noch nicht geändert. Ach so, okay, verstehe. Hier kann ich auch noch ändern. So, okay, das ist jetzt erstmal soweit, glaube ich, okay. Das passt mir erstmal. Dann reden wir mal mit Deke. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Eine kühle, monddurchflutete Atmosphäre, natürlich und erdverbunden wäre schön. Denke, mysteriöse Räume finde ich am besten. Ja, eigentlich natürlich und erdverbunden. Natürlich und erdverbunden. So, als würde man sich im Freien aufhalten. Oh, hervorragend. Oh, man kann quasi das Lichtspiel da drin verändern. Hm, was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Mhm. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Oh oh, was jetzt? Ist das wieder der Ausgang? Was passiert hier? Willst du mich doch... Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Noch mehr Einstellungen. Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Okay, wir haben jetzt verdammt viel, was wir ändern können. Kann ich... Ich würde gerne den Stuhl hier ändern. Aber... Machen wir mal so. Und das gibt mir natürlich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache hier den Stuhl da. Auch in einer natürlicheren Farbe.
Der Tisch passt mir eigentlich. Ach nee, das ist... Ich hätte gern den Teppich hier gehabt, nur. Nur den Teppich. Ja. Oh, jetzt ist der aber. Jetzt liegt der hier ja überhaupt nicht mehr. So. Okay, also der Raum hat sich jetzt quasi noch weiter verbreitet. Verstehe ich das richtig? Das heißt, hier kann ich eigentlich... Oh Gott. Ja. Ach du Heil. Okay, das, es ist halt schon geil, ne? Also es ist schon... Man kann sagen, was man will. Die Spielmechanik dahinter ist schon krass. Nein, nicht der Stuhl. Die Wand hätte ich ganz gerne, ne? Oh, wie cool! Okay, wir können hier richtig Themenbereiche machen, ne? Wir können so richtig alles irgendwie... Kann man da die Farbe auch... Okay, aber nicht von den Fenstern, sondern nur von den Rahmen. Das sieht halt an sich schon geil aus mit diesem kirchenartigen Fenster da hinten, ne? Ich lasse es jetzt trotzdem erstmal in, Moment, Farbstil muss ich noch auf Standard setzen. Lass es erstmal alles im botanischen Stil. Weil wir damit halt jetzt so ein bisschen angefangen haben. Da kannst du halt richtig... Das ist ja... Das ist ja richtig übel. So. Wir können das später dann alles nochmal nach Belieben anpassen. Decke wieder verändern. Sieht halt so cool aus. Ich habe da schon so ein paar Ideen, was man hier drin machen könnte. Das kommt natürlich drauf an, was letzten Endes noch so an Beschwörungssachen machbar sind am Ende. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber sehr cool. Sieht schon sehr, sehr cool aus alles. Und da drüben geht es ja dann wahrscheinlich auch noch irgendwann weiter. So, ich würde ganz gerne nochmal mit Diek reden. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss.
Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Ich würde gerne mal alles durchprobieren. Eine kühle Monddurchfluteratmosphäre. Es wäre schön, wenn der Raum von Mondlicht durchflutet wäre. Hervorragend. Ich will mir das alles mal angucken. Oh, wie geil. Okay, so sieht es dann quasi monddurchflutet aus. Okay, das hat schon auch was, ne? Ein bisschen mehr Beleuchtung wäre an sich dann nicht verkehrt hier drin. Aber jetzt mal noch das andere. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Gucken wir uns mal noch das Mysteriöse. Warm und gemütlich wäre schön. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Mhm. Hervorragend. Hervorragend. Okay, noch düsterer. Ah, der hat dann so einen grünlichen Effekt. Okay. Die Musik im Hintergrund blimpert die ganze Zeit vor sich hin. Ey, du machst ja alles dreckig. Okay, das hat jetzt halt diesen mystischen Vibe. Ja, sieht jetzt für mich nicht so viel anders aus wie das Monddurchflutete, nur dass es halt diesen grünlichen Touch hat. Und das warm. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Dieses warm und gemütlich ist wahrscheinlich die Standardsache, ne? Warm und gemütlich soll der Raum sein. Als würde ich in einem Krug voll Butterbier schwimmen. Mmh. Hervorragend. Butterbier. Ja, das ist halt einfach die Standardsonne wahrscheinlich. Warm und gemütlich. Ich mag ja an sich warm und gemütlich. Warm und gemütlich ist immer gut. Natürlich und erdverbunden hatte, glaube ich, wieder diesen grünlichen Touch drin, ne? Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Natürlich und erdverbunden, als würde man sich im Freien befinden. Hervorragend. Da müsste jetzt der grünliche Touch wieder reinkommen. Ja, genau. Ich glaube, ich lasse warm und gemütlich, wenn ich ehrlich bin. Ist mit diesem grünlichen Touch... Ja, irgendwie... Naja, ich mag warm und gemütlich am liebsten. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Haben wir zumindest mal alle gesehen. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Warm und gemütlich. Warm und gemütlich soll der Raum sein. Als würde ich in einem Krug voll Butterbier schwimmen. Hervorragend. So. Ja, dann haben wir wenigstens natürliches Licht. Trotzdem schön. Das mag ich doch am meisten so. Sieht man auch das Dach ein bisschen besser. Ich glaube, das finde ich so ganz nice. So. Kann man hier auch rumlaufen. Sieht alles. Hier auch nichts vergessen, ne? Irgendwie ambientemäßig abzuändern. Nee, das schaut eigentlich alles soweit gut aus. Okay. Ja. Der Raum der Wünsche. Dann würde ich aber sagen,
Jetzt hat die Folge doch schon wieder 35 Minuten gedauert. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir noch so viel Zeug hier ummodeln können und der Raum insgesamt so viel Zeit frisst in den ersten paar Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir beenden die Folge doch jetzt schon hier und gehen das nächste Mal nach Hogsmeade, weil wenn uns da auch wieder ein Haufen Zeug erwartet, dann wird die Folge wieder so lang wie die letzte und das möchte ich eigentlich ungern. Ich würde am liebsten halt noch ein bisschen länger was aufnehmen. Das heißt, je mehr Folgen ich schaffe, desto länger habt ihr wieder Content. Also, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen an der Stelle. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön für euren Support. Macht's gut. Ciao.